Ja, guten Abend, Leute. Dagibi, ich will eigentlich nicht zu lange machen. Sie reagiert auf die unnötigsten Promi-News über sie. Ja, genau. Also Dagibi, Zusammenbruch auf Instagram, Dagibi und so weiter. Und ich habe mir das Video wirklich diese 10 Minuten und 44 Sekunden verschenkte Lebenszeit oder auch nicht, whatever. Warte mal, habe ich eine Nachricht bekommen? Habe ich mir echt durchgesehen? Und jedes Mal, wenn Dagibi dann geguckt hat, also das Video über das Video gesprochen hat, und dann hat sie immer so einen Orgasmus gekriegt. Finde ich toll. Also ich habe eigentlich dann nur noch weitergeguckt, weil ich eigentlich so den Rest der Orgasmen sehen wollte von Dagibi. Ich weiß nicht, warum sie jetzt das Video gemacht hat, aber sie wirkt doch ganz anders. Sie wirkt praktisch so ein bisschen wie so eine strenge Domina. Oder strenge Lehrerin, am besten die Brille fehlt noch. Strenge Sekretärin, da gibt es ja auch viele Facetten im Domina-Bereich und lacht dann aber so herzlich. Und ja, es ist wunderbar. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich komme so ein bisschen hier ins Stocken. Ja, weil wenn man das sieht, dann fühlt man sich so ein bisschen wie ein Stock. Und dann hat sie noch so ein Smiley mit What the fuck, Dagibi Zusammenbruch auf Instagram. Und darüber will sie gar nicht mehr reden, über ein Video, weil ein Vater ja, kommen wir zum ernsteren Thema, eines wohl kranken Jungens, meinte, Dagibi hätte ihn geblockt und so weiter. Naja, gut. Man weiß nicht, wie es wirklich war und was passiert ist und so weiter. Aber sie reagiert ja irgendwie auf die Nachrichten. Also ist sie ja schon ein bisschen sauer, dass die Nachrichten sie verfolgen. Was bringt? Sie ist nicht mehr die Dagibi vielleicht von früher, die ein paar Abonnenten hatte oder vielleicht jetzt 500.000 Abonnenten hatte und dann nichts geschehen ist, sondern es sind wirklich News-Kanäle, auch so Leute wie ich und Herr Newstime und Mr. Trashpack und so weiter, die dann praktisch darüber berichten, was sie da für Scheiße baut oder nicht. Also es sind die Medien, die freien Medien und diese Internetmedien, diese Promi-News und VIP-News und Star-News und Promi-Flash und alle, die dann ja praktisch sie, also auf Tritt und Schritt verfolgen und gucken, was sie macht, und wenn sie ins Fettnäpfchen trifft, dann berichten sie darüber. Ich mache jetzt nämlich auch ein 10 Minuten 44 Sekunden Video. Ich hoffe, dass ich dann stoppen kann, weil ich möchte einfach Dagibi darauf aufmerksam machen, dass es nicht nur eine kurze News und eine Info über sie gibt, sondern dass ich ihr gleich tue. Ich komme ihr gleich, also ich mache es ihr nach. Ich berichte dann einfach in der Zeit über Dagibi so. Und ja, es ist ja auch, irgendwie ist heute Sonntag, ne? Der HSV ist am Absteigen. Was gibt's noch? Mr. Peinlich hat ein Comeback-Video. Richtig geil. Müsst ihr mal raufschauen. Der spielt auch bei uns mit in der Alien-Serie. Hammer, der Typ, wirklich. Kann ich nur empfehlen. Abonniert ihn. Ganz wichtig, Mr. Peinlich Martin Dehn. Ja, aber nochmal zurück zu Dagibi, nun mit ihren 3.727.688.000. Nee, das wären ja zu viel. Also 3,7 Abonnenten. Mit ihren 3,7.6 Abonnenten hat sie insgesamt 460 Videos. Das ist also 460 Videos. Ich habe auf dem anderen Channel habe ich 1000 Videos. Das ist also recht wenig, was Dagibi da eigentlich auch produziert hat für Content. Und jetzt ist sie so beleidigt, dass sie eben das Content, was sie selber gemacht hat, selber fabriziert hat, in Frage stellt. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, man sieht 3,7 Abonnenten. Damit hat sie ein paar weniger als ich. Und ja, ich will das einfach so locker und flockig und fröhlich vom Hocker machen. Ich will einfach über sie erzählen. Nicht, weil ich sie über sie erzählen will, sondern weil sie da mit ihren 3,7 Millionen im fetten Sattel sitzt von YouTube. Und sie jetzt sagt, oh mein Gott, jetzt merke ich selber, was das eigentlich ist hier für eine Scheiße. Und ihr berichtet über mich. Ja, das ist ja auch noch schlimm, ne? Am besten, man könnte machen, was man will, und niemand würde über einen berichten. Ich war auch mal in der Presse. Oder des Öfteren, jetzt bin ich wieder mit Aliens in Hamburg in der Presse. Zusammen übrigens wieder mit dem tollen, coolen Martin Dehn. Ja, die Kamera ist jetzt hier weggerutscht. Tut mir leid, ich muss sie wieder. Ja, das passiert bei mir. Ja, jetzt die Hand davor, sorry.
Alles gut. Irgendwann bin ich im neuen YouTube-Studio, das ist richtig fett, wird das richtig eingerichtet und so weiter. Aber ich muss halt noch ein bisschen sparen. Scherz beiseite. Dagibi, wie viele Minuten haben wir jetzt? Fünf. Fast die Hälfte geschafft. Nicht schlecht. Super. Also ich würde Dagibi am liebsten sagen, wenn du lieb bist, kriegst du auch einen Bonbon. Kriegt sie nicht? Den hat sie nicht verdient, weil sie eben über diese Medien meckert. Ich habe nie über die Medien gemeckert. Ich weiß, dass Medienvertreter und Paparazzi sehr, sehr nervig und aufdringlich sein können, aber letztendlich leben die Stars in Anführungsstrichen davon, so auch wie Dagibi, damit sie vielleicht mal von ihren 3,7 Abonnenten auf 3,8 Abonnenten kommt und ja, vielleicht auch ihre Haare wieder färben kann, die Extensions vielleicht jemanden blockieren kann oder ja, irgendwie ihr, wie heißt er? Eugen Kasanov? Ist ein geiler Name. Es klingt ja richtig geil. Fast wie Panzerknacker. Also, wenn der wieder fremdflirten kann, weil er irgendwo ein Affe hockt. Ich weiß nicht, ich habe das nicht so richtig. Man kriegt es auch, es läuft so schnell, man kriegt es richtig mit. Aber Leute, ich habe wirklich diese 10 Minuten durchgeguckt und danach bin ich eingeschlafen. Also, ich bin wieder wach. Ich bin wieder wach, weil ich dann von ihr geträumt habe und das war ein Albtraum. Ich würde einfach sagen, schaut euch das Video mal an, diese 10 Minuten 44, einfach damit sie auch ein paar Werbeeinspiele, sie hat ja Werbeblöcke da drin, damit sie ein bisschen Kohle bekommt, damit sie dann auf 3,8 Abonnenten kommt. Abonniert sie bitte und ja, schreibt ihr einen herzlichen Kommentar einfach, Dagibi, toll gemacht, du bist super, ohne dich wäre die Welt leer. Ja, kann man so schreiben, muss man aber nicht. Und von daher, ja, ich werde mal kurz was, ich weiß nicht, ich habe hier noch was entdeckt gerade, was ganz cool ist. Und zwar, das ist ganz cool, weil ich habe hier so eine Piratenklappe. So jetzt, also ich berichte über Dagibi und ich bin der Pirat und Dagibi ist gerade da hinten ins Wasser geflogen und wird von den Haien gefressen. Ja, was ich nicht alles finde, ne? Das wäre jetzt auch eine News, worüber Dagibi dann wieder berichten würde und wahrscheinlich wieder diesen Orgasmus kriegen würde. Ja, habe ich noch Cappuccino? Wisst ihr, warum ich überhaupt laber? Weil ich diese Zeit voll kriegen will. Ich meine, wir sind schon bei 7, wir sind gut dabei. 7 Minuten 37, 38 Sekunden, die Sekunden laufen. Man kann eigentlich 3 Stunden hier sitzen und labern. Also das, was die Festplatte hergibt, ne? Warum hat denn jetzt nochmal die ganz konkrete Frage, warum hat Dagibi bei 10 Minuten 44 Sekunden aufgehört, das Video? Das ist die ganz konkrete Frage. Habe ich jetzt eine WhatsApp bekommen? Ach so, ja, genau. Gar nichts. Ich habe nichts bekommen. Es ist, ja, ich finde es immer fantastisch, wenn Leute sich stumm stellen. Diese Leute, ja, ich Bombe. Ich stelle mich auch nicht stumm. Ich mache hier Videos, um irgendwann dann auch auf diese 3,7 Abonnenten zu kommen von Dagibi. Also, what the fuck? WTF könnte auch heißen. Was könnte es denn heißen? Nee, das sage ich jetzt nicht. Nee, das sage ich nicht. Will. Und dann geht's weiter. Und dann mit F. Könnte es heißen, ne? Also, vielleicht ist das andere Mädchen da auf der anderen Seite auch ein Junge, der sich den langen Haare ran gemacht hat und sie fragte ihn einfach, ob wild, ne? Ich bin doch fantastisch, Leute. Ganz ehrlich, ich bin der schnellste und der geilste Reporter hier im Internet. Wie gesagt, ich berichte ja auch mal wirklich ganz neutral über die Leute und jetzt auch über Dagibi. Ich will jetzt auch nicht wieder den echten Namen benutzen, weil ich habe mal ein Video über Dagibi gemacht auf einem anderen Channel und da kam dann, ja, kam dann das so, dass es dazu kam, dass es dann dazu gekommen ist. Also nicht von WTF. So, nee, also wir haben es voll gleich 9 Minuten 23 jetzt schon. Sprich, das ist echt Wahnsinn. Das ist eine Zeit. Ich habe hier das Drehbuch für morgen. Ne, von Aliens in Hamburg habe ich hier. Könnt ihr mal reinschauen? Lasse ich euch jetzt aber nicht reinschauen, weil es jetzt morgen gedreht wird. Und es ist doch fantastisch. Ich rede hier 10 Minuten 44 Sekunden und bleib auch dran. Und es wird für niemanden langweilig. Es kann keiner hier unter einen Comment schreiben, Sören, du bist langweilig oder sonstiges.
Ich meine, sogar Ixel oder Tanzverbot gucken meine Videos, dann kann ich ja nicht so langweilig sein. Oder der gute Felix von Ich gehe online beziehungsweise Nudoclips, der schaut auch meine Videos. Und ich glaube, auch Dagibi selbst wird jetzt dieses Video schauen. Und das Geilste wäre, wenn sie ein Reaction-Video drauf macht. Das wäre das super Geilste, weil meine Abonnenten würden da ja noch immer nicht von steigen, weil sie hätte ja dann immer noch weniger mit 3,8 Abonnenten. So, jetzt muss ich aufpassen. Wir haben gleich Mitternacht. Die Silvester-Raketen sind in Startposition. Wir haben dann die Timeline erreicht. 10 Minuten 44. Da ist ein Cut. 10 Minuten 26. Liebe Leute, bitte abonniert meinen Channel, dann kommen weitere 10 Minuten. 10 Minuten Videos. Ich habe 10 Minuten Zeit für euch. Brüder, krass konkret. Ja, super. Nee, ich finde es einfach WTR.